Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor der Sommerpause hatten wir das totale Regierungschaos. Viele Menschen glaubten, die Koalition zerbricht. Im Sommer hatten wir dauernd Streit, und im Kern machen Sie jetzt so weiter. Frau Merkel hat gesagt, diejenigen unterstützen, die unser Land voranbringen. Herr Scholz hat gestern von Zuversicht gesprochen, Andrea Nahles eben von Vertrauen. Aber, meine Damen und Herren, diese Bundesregierung verunsichert die Menschen in unserem Land. Das ist ihre Verantwortung, die Lage, die wir im Land haben. Und der Haushalt, meine Damen und Herren, der zeigt, dass es weder neue Ideen gibt noch neue Impulse. Der Haushalt ist der Beweis, dass es sich um die Notregierung der Wahlverlierer handelt. -15% bei der letzten Wahl. Und Sie setzen im Kern auf Weiter-so, meine Damen und Herren. Es ist ein Weiter-so, das das Land in den letzten Jahren auseinandergetrieben hat. Es ist ein Weiter-so, das die Gesellschaft spaltet, was Angst und Unsicherheit befördert. Ein Weiter-so, das Unsicherheit befördert und falsche Prioritäten setzt. Das Ergebnis ist eine handfeste Krise der bürgerlichen Demokratie. Und eines ist auch klar, von der Regierung ist nicht mehr viel zu erwarten. Wir werden die Bayernwahlen haben, da wird die Union und die Sozialdemokraten werden verlieren. Wir werden die Hessenwahl haben, Union und Sozialdemokraten werden verlieren. Das alles wird die Krise dieser Regierung nur befördern. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für das Land. Nicht einmal ein Jahr nach der Bundestagswahl sind diese Überschriften der Lächerlichkeit preisgegeben, meine Damen und Herren. Es gibt keinen Aufbruch, sondern ein mutloses Verwalten. Es gibt ein Drehen an Stellschrauben, aber die wahren Probleme in unserem Land werden ignoriert. Und besonders unverantwortlich, meine Damen und Herren, sind die Äußerungen von Herrn Seehofer über die Mutter aller Probleme. Nicht die Migrationspolitik, wie Sie in unverschämter Weise behauptet haben, ist das Problem. Mit Ihrer Aussage diskreditieren Sie auch 20 Millionen Deutsche, die eine Migrationsgeschichte haben. Und in fast allen Fraktionen gibt es Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich darf Sie daran erinnern, Herr Seehofer, Sie sind der Verfassungsminister. Und ich vermute mal, die Bundeskanzlerin hat für Sie noch mal Artikel 1 zitiert. Die Würde des Menschen ist unantastbar, und zwar des Menschen. Das sollte Ihre Grundlage sein. Und ich will ergänzen, dass diese Äußerungen von Ihnen ja kein Einzelfall sind. Sie lassen zu, dass der Präsident des Verfassungsausschusses mit Falschaussagen die Menschen verunsichert. Das ist indiskutabel. Und diesen Skandal werden wir Ihnen auch nicht durchgehen lassen. Ich will Herrn Maaßen noch mal zitieren. Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Herr Maaßen mischt sich damit politisch ein. Aber da, wo es seine Aufgabe ist, die verfassungsmäßige Ordnung durchzusetzen, der Mann hätte doch vor Chemnitz darauf aufmerksam machen müssen, dass es dort eine Zusammenrottung von Rechtsradikalen gibt. Und es ist doch ein Skandal, dass dieser Überfall auf das Koscher-Restaurant in Chemnitz eine Woche unter der Oberfläche geblieben ist. Warum äußert sich der Mann nicht dazu, zum Antisemitismus in Deutschland, sondern er verunsichert Menschen und diskreditiert und bagatellisiert? Das ist inakzeptabel. Das sind Beschwichtigungsversuche Ihrerseits, auch vom Ministerpräsidenten in Sachsen. Das ist so nicht zu akzeptieren. Der Verfassungsschutz und alle Verfassungsorgane haben eine klare Aufgabe. Antisemitismus in jeder Form ist hier zu bekämpfen. Ich kann mich da nur dem anschließen, was der Bundestagspräsident gestern dazu gesagt hat. Ja, das Maß ist voll, und es muss personelle Konsequenzen geben. Herr Maaßen äußert sich nicht zum Antisemitismus, aber er bläst de facto zur Attacke auf die Bundeskanzlerin. Und Frau Merkel, das dürfen Sie sich nicht bieten lassen, meine Damen und Herren. Und ich will das auch noch mal klar sagen. Nicht die Migration ist das Problem und auch nicht das Management der Migration. Da ist vieles falsch gelaufen. Das eigentliche Problem sind die schreienden Ungerechtigkeiten in dieser Welt, es sind die Kriege in dieser Welt. Die führen dazu, dass wir derartige Migration haben. Und nicht die Migration ist das Problem.
Und es ist doch ein Irrsinn, dass Sie das in diesem Haushalt so dokumentieren, dass Sie bei Verteidigung Riesenaufwüchse haben und beim Außenetat, da geht das zurück. Das heißt auf gut Deutsch, mehr schießen und weniger reden. Ich finde das das völlig falsche Signal, meine Damen und Herren. Wir haben doch jetzt schon das Problem. Wir haben doch jetzt schon das Problem, dass wahnsinnige Mittel auf der Welt in Rüstung gesteckt werden und nicht in den Kampf gegen Hunger und gegen den Klimawandel. Das ist das Problem. Hier sollte Deutschland in Europa und auf der Welt Vorreiter sein. Und nicht jetzt auch wieder in der Debatte um das Thema Syrien. Ich meine, das ist doch alles unfassbar. Kann ich mich an Andrea Nahles anschließen? Das, was da geredet wird, ist völkerrechtswidrig. Es ist ein Riesenproblem. Wir haben einen Parlamentsvorbehalt. Aber da melden Sie sich schon, wo noch gar kein Grund ist. Ich finde das unverantwortlich. Wir müssen alle zivilen Möglichkeiten Herrn Guterres unterstützen, die fünfständigen Mitglieder des Sicherheitsrates auffordern. Das ist der Weg. Und nicht zuallererst über militärische Einsätze nachdenken. Wir haben, da war ich jetzt einigermaßen erstaunt, Andrea Nahles hat eben gesprochen von einem waschechten Investitionshaushalt. Na, Donnerwetter, Donnerwetter. Ich kann nur feststellen, im europäischen Maßstab sind wir immer noch unterdurchschnittlich, meine Damen und Herren. Die öffentlichen Investitionen gehen anteilig sogar zurück. Der Investitionsbedarf wird auf 120 Milliarden geschätzt. Allein für die Sanierung der Schulen würde es 48 Milliarden benötigen. Ich bin ja dafür, eine Grundgesetzänderung zu machen. Legen Sie zügig eine vor, damit der Bund wirklich in Schulen investieren kann. Bei Verteidigung sind Sie immer so schnell, aber wenn es um Schulen geht, da dauert das, da reden Sie und handeln nicht, meine Damen und Herren. Diese schwarze Null ist erkauft durch Investitionsstau und einen anhaltenden Handelsüberschuss. Und eine schwarze oder wegen meiner auch eine rote Null, die gibt es aktuell nur zu Lasten zukünftiger Generationen. Und ich werde an dieser Stelle ein paar Bemerkungen zu dem Thema Kinderarmut machen. Ich bin ja froh, dass Herr Scholz das gestern hier erwähnt hat. Andrea Nahles hat es angedeutet. Es ist eines der gravierendsten gesellschaftlichen Probleme, die wir haben. Aber alle Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag gegen Kinderarmut stehen, stehen überhaupt welche drin, das ist ein Vorzug, alle die kommen bei denen, die es am meisten brauchen, wirklich nicht an. Und es ist schon enttäuschend, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie zu diesem Thema hier heute gar nichts gesagt haben. Der Kinderschutzbund hat aktuell die Zahl der Kinder, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind, mit 4,4 Millionen taxiert. 4,4 Millionen Kinder, die in Scham und in Existenzpanik aufwachsen. Wissen Sie, was es bedeutet, als junger Mensch in Armut aufzuwachsen? Wissen Sie, was es für Jugendliche bedeutet, wenn ihnen signalisiert wird, dass sie keine Chance in der Gesellschaft haben? Sie nehmen den Kindern damit die Chance auf ein gutes und auf ein selbstbestimmtes Leben. Und die Verantwortung, meine Damen und Herren, liegt eben auch bei Ihnen, Frau Bundeskanzlerin. Im Jahre 2005, seit dem Jahre 2005, wo Sie das Amt übernommen haben, hat sich die Kinderarmut in Deutschland verdoppelt. Und wir müssen doch dann ganz grundsätzlich nachdenken, wie wir in unserem reichen Land diese Kinderarmut bekämpfen können. Und da geht auf gar keinen Fall, dass man etwa die Kindergelderhöhung bei den Arbeitslosengeld-II-Empfängern mit anrechnet. Da geht es auch nicht, dass man zum Schulanfang seit 10 Jahren diese 70 Euro kriegt. Wie will man da eine Schulmappe und vielleicht noch andere Dinge kaufen? Über 1 Million werden inzwischen darüber unterstützt. Das ist doch so nicht zu akzeptieren. Und was Sie machen, das ist nur das Drehen an Stellschrauben. Aber gerade in diesen Zeiten brauchen wir hier politischen Mut. Wir müssen das System endlich vom Kopf auf die Füße stellen. Und deswegen fordern wir eine Kindergrundsicherung, meine Damen und Herren. Und ja, das ist finanzierbar. Denn es ist doch auch Fakt, dass sich nicht nur in Ihrer Amtszeit die Zahl der Kinder in Armut verdoppelt hat. Auch die Zahl der Vermögensmillionäre hat sich in der Zeit verdoppelt. Ja, selbst die Zahl der Milliardäre steigt immer mehr. Deren Vermögen ist inzwischen bei 5.200 Milliarden. Ich meine, der Bundeshaushalt sind rund 360 Milliarden. Ich meine, das heißt, dass 14-mal Bundeshaushalt an Vermögen bei denen ist. Ja, da muss man doch vielleicht auf die Idee kommen, dass man mal ein wenig umverteilt, um andere Probleme wie die Kinderarmut in irgendeiner Weise zu lösen. Und diese brutale Ungerechtigkeit, die macht die Menschen wütend. Die Gesellschaft droht zu kippen. Wir brauchen Mut, um
um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu kämpfen, die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen und wirkliche Reformprojekte anzustoßen, meine Damen und Herren. Aber nichts davon findet sich in Ihrem Haushalt wieder. Es ist so, dass die Menschen immer mehr den Glauben daran verlieren, dass die Politik für sie wirkliche Verbesserung ihrer Lebensumstände bringt. Ihre Beteuerung, Frau Merkel, dass es dem Land so gut geht wie nie, wirken auf die Menschen, die drei Jobs haben, die eine schlechte Rente haben, die Angst haben, ihren Kindern keinen Wintermantel kaufen zu können, wie reiner Zynismus. Die reichsten 10% in unserem Land verfügen mittlerweile über 63% des Vermögens. Und statt einer Umverteilung von unten nach oben spielen Sie seit 13 Jahren die Begleitmusik zur anderen Umverteilung. Real haben sich die Einkommen der unteren Einkommensgruppen in den letzten 20 Jahren verringert. Weniger haben die Menschen in der Tasche. Deutschland gehört zu den reichsten Ländern in der Eurozone. Aber die Privathaushalte sind bei den ärmsten in Europa. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes und nicht der Linken sprechen für sich. 4,9 Millionen Menschen müssen beim Essen sparen. 12,8 Millionen Menschen können sich keinen Urlaub von einer Woche außerhalb der eigenen vier Wände leisten. Für viele Menschen sind nur eine kaputte Waschmaschine oder eine Krankheit vom finanziellen Ruin entfernt. Dass Millionen Menschen unter Abstiegsängsten leiden, ist also kein Wunder. Es gibt eine Riesenverunsicherung. Und deswegen muss die Talfahrt gestoppt werden, und zwar nicht durch Reden, sondern durch sehr konkretes Handeln. Aber Sie sagen in Ihrem Koalitionsvertrag, keine Steuererhöhung. Nicht mal bei den Superreichen, nicht mal bei den Konzernen. Wir müssen das Steuersystem aus dem vergangenen Jahrhundert endlich damit Schluss machen. Wir brauchen eine konsequente Vereinfachung. Wir brauchen eine Entlastung bei den kleinen und mittleren Einkommen. Und wir brauchen eine stärkere Belastung der Superreichen und Konzerne. Beginnen Sie endlich damit, damit wir die Probleme in unserem Land lösen. Meine Damen und Herren, ich habe hier heute von Ihnen, von Andrea Nahles, gestern vom Vizekanzler, selbst von der Landwirtschaftsministerin viel zum Thema Digitalisierung gehört. Und vor 4 Jahren, Frau Bundeskanzlerin, haben Sie hier gestanden und haben auch über den Haushalt und Digitalisierung gesprochen. Und Sie haben gesagt, dass die Digitalisierung über Deutschlands Zukunft entscheiden wird. Und Sie haben recht gehabt. Aber was ist denn nun seitdem passiert? 4 Jahre später ist Deutschland immer noch ein Entwicklungsland bei der Digitalisierung. Im OECD-Vergleich liegen wir am unteren Ende. EU-weit sind wir auf Platz 28 von 32 beim Glasfaserausbau. Gerade mal 6,6% der Haushalte hatten 2017 einen Glasfaseranschluss. Deutschland ist im internationalen Vergleich auf Platz 17 bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit. Wir spüren doch jeden Tag Deutschland eigentlich Funkloch. Das ist die Realität in unserem Land. Sie haben die Digitalisierung nicht verschlafen, Sie haben sie einfach verweigert. Das Ergebnis, knapp 24% der Bevölkerung, also das sind 16 Millionen Menschen, können als offline bezeichnet werden. Das ist auf gut Deutsch abgehängt. Und nicht nur, dass sie beim Thema Digitalisierung weiterhin versagen, nein. Sie trauen sich auch nicht, die Konzerne finanziell stärker zu belasten. Ausgerechnet ein Finanzminister der SPD will Google und Co. vor höheren Steuern bewahren. Welch eine ironische Anekdote, wenn es nicht so fahrlässig wäre. Da kommt von der EU einmal ein guter Vorschlag für mehr soziale Gerechtigkeit, und die deutsche Bundesregierung will das ablehnen. Also ich will zumindest, dass Sie darüber noch mal ernsthaft nachdenken. Die Mehrheit in unserem Land, meine Damen und Herren, die ist weiterhin für Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Wenn Sie sich die Themen, die die Menschen am meisten bewegen, angucken, dann sind das Pflege, Rente, Wohnen, Bildung. Das ist die Realität. Aber, und das konnten wir in den letzten Tagen in brutaler Klarheit sehen, diese Zustimmung bröckelt, meine Damen und Herren. Deswegen müssen wir den Menschen Sicherheit zurückgeben. Und da ist die Bundesregierung natürlich in einer besonderen Verantwortung. Wir müssen das Signal geben, dass die Politik sich kümmert. Und da auch wieder im Handeln und nicht mit Worten. Ich meine, ich habe jetzt wieder so viel zum Thema Wohnen und Mieten gehört. Das ist ja erst mal richtig. Andrea Nahles hat die Aufforderung zum Handeln ausgesprochen. Ja, sehr gut. Ich frage mich, warum ist die Situation so? Und wer hat eigentlich die letzten Jahre regiert, dass wir in dieser Situation sind? Ich meine, es ist mir einigermaßen unklar, dass man das jetzt so auftut. Da gibt es doch Verantwortliche.
Und was wir brauchen, Sie sind jetzt so stolz, dass Sie so viel leisten. Nein, wir brauchen mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Mindestens 5 Milliarden, damit wir mindestens 250.000 Sozialwohnungen jedes Jahr neu haben. Dann können wir die Probleme stoppen und vielleicht langsam abbauen. Das wäre notwendig. Außerdem müssen wir endlich dafür sorgen, dass Mieter und Vermieter auf Augenhöhe miteinander verhandeln können. Der Mieter muss auch klagen können und es muss auch strafbewehrt für den Vermieter sein, wenn er rechtswidrig handelt. Und wir brauchen natürlich ein Verbandsklagerecht. All diese Dinge sind notwendig, wie auch eine Mietpreisbremse ohne wirkliche Aufnahme. Handeln Sie endlich, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine soziale Offensive, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt wiederhergestellt wird. Er droht zu verfallen. Wir sehen es alle. Und wir müssen handeln, meine Damen und Herren. Und ich will auch eins ganz klar sagen. Wir sollten diejenigen, die aus der Zivilgesellschaft in vielfältiger Weise sich engagieren, auch ausdrücklich loben für ihr umfangreiches Engagement. Und dort, wo es Behinderungen am zivilgesellschaftlichen Engagement gibt, und leider ist das in Sachsen von der seit 1990 regierenden CDU immer wieder gemacht werden, da sollten wir auch deutlich Position beziehen. Es ist doch so, dass die Arbeit immer erst dann wertgeschätzt wird, wenn es häufig schon zu spät ist. Auch das ist etwas, was sich leider im Haushalt dieser Bundesregierung widerspiegelt. Die Ausgaben für das Programm Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie werden gekürzt. Was für ein verheerendes Zeichen in dieser Zeit. Ich hoffe, dass das in den Haushaltsberatungen korrigiert wird und dass wir hier zu einem Aufwuchs der Mittel kommen. Ich will mich nichtsdestotrotz bei all denjenigen bedanken, die immer wieder Haltung zeigen, die Engagement zeigen, in Chemnitz, in Köthen und an vielen Stellen auch, bei denen, die als Zivilgesellschaft immer und immer wieder für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, letztlich für Anstand und Humanität stehen, meine Damen und Herren. Hier im Reichstag, Martin Schulz hat vorhin schon darauf hingewiesen, hat 1932 Kurt Schumacher gesagt, die Nationalisten appellieren stets an den inneren Schweinehund. Wir Demokraten müssen verhindern, dass diese Mobilisierung gelingt. Es muss doch endlich wieder mehr Miteinander bei aller Kontroverse in der Sache geben. Wir, meine Damen und Herren, haben es in der Hand. Ja, das stimmt. Jede Bürgerin und jeder Bürger ist gefordert. Aber natürlich trägt die Bundesregierung dort eine andere Verantwortung. Nehmen Sie die endlich wahr. Hängen Sie in jedem Ihrer Ministerzimmer die Überschrift Ihres Koalitionsvertrages aus. Ein neuer Zusammenhalt fürs Land, eine neue Dynamik für Deutschland und ein neuer Aufbruch für Europa. Das ist so dringend notwendig. Im ersten Jahr haben Sie zumindest vollständig versagt. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Vorsitzenden der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt.